Nach einem kleinen Heimaturlaub in der letzten Folge von Outer Wilds werde ich mich jetzt wieder ins All aufmachen. Immer noch Dennis und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, denn es ist und bleibt spannend, dieses Spiel. Beim letzten Mal haben wir so ein bisschen was über uns selbst erfahren, über unsere Kultur, über unsere Spezies, haben hier auf unserem Heimatplaneten Holzkamin unsere, naja, Ursprünge entdeckt, ein bisschen nachverfolgt, wo unser amphibisches Leben entstanden ist, in unterirdischen heißen Quellen. Und ja, haben auch rausgefunden, dass die Nomai, also diese Rasse, die hier diesen ganzen Kram gebaut hat und scheinbar auch verantwortlich ist für den Untergang unseres Sonnensystems in 21 Minuten ungefähr, dass die uns beobachtet haben. Die waren dabei, als wir entstanden sind. Ist natürlich schon auch ein bisschen cool, aber auch ein bisschen creepy. Die haben uns beobachtet bei allem, was wir so... Ach, guck mal, Quantenmond. Soll ich nochmal landen? Aber es bringt ja nichts. Ich weiß ja immer noch nicht so richtig, was... Nee, ich mach das jetzt auf den Untiefen der Riesen. Landen und da noch ein bisschen was rausfinden. Ich will endlich unter die Insel, die es da gibt, tauchen. Und es scheint ja auch noch irgendwie diese gefrorene Insel zu geben mit der... Und ich bin wieder weg. Ja, schade. So war das ja nicht geplant. Und wieder runter. Komm. Ah, doch nicht direkt hier irgendwie. Alles fliegt nach oben. Oh Gott, alles fliegt nach oben. So. Alter, wie viele Wirbelstürme gibt's hier? So, jetzt schauen wir uns hier erstmal ein bisschen in Ruhe um. Gleich fallen mir irgendwelche Sachen auf den Kopf. Was ist hier eigentlich? Wohnt hier mein Kumpel? Ja, guck! Ach, Mensch, na, den besuche ich aber gerne mal kurz. Au. ich glaube, ich habe das Raumschiff kaputt gemacht. Naja, passiert. So, wo? Hier ist irgendwas kaputt. Kaputt, kaputt, kaputt. Habt ihr nicht gerade gesagt, das Schiff ist... Ist auch egal. Wo ist er denn? Da oben irgendwie. Wie komme ich da hin? Wir werden es herausfinden. Der ist ja geil, den habe ich ja bisher noch gar nicht gefunden hier. Ach hier, guck mal, hier ist er. Gabbro, alte Socke. Ach, du bist es. Schön zu sehen, dass du es in einem Stück hierher geschafft hast. Der erste Start allein ist der Hammer, oder? Das wird jetzt total schräg klingen, aber ich glaube, in letzter Zeit höre ich einfach nicht auf, andauernd zu sterben. Keine Ahnung, was das bedeutet. Es ist wirklich merkwürdig. Er hat mitbekommen, dass es... Ja, gib mir auch so. Wir stecken in einer Zeitschleife. Ach so. Tja, Zeitschleife würde einiges erklären. Du nimmst das ja ziemlich gelassen. Du aber auch, wie ich sehe. Na, ich habe jetzt auch schon doch einige Zeitschleifen durch. Ich bin persönlich mag ja neue Erfahrungen. Und in einer Zeitschleife war ich bisher noch nie. Ich meine, ich glaube, ich war bisher noch nicht in einer Zeitschleife. Es scheint so, als ob nur du und ich bewusst wahrnehmen, dass die Zeit total verrückt spielt. Ich habe versucht, Hornfels anzufunken und nachgefragt, ob alle gerade gestorben wären. Aber ich glaube, Hornfels hat mich nicht ganz ernst genommen. Aber warum weiß Gabbro denn davon? Bisher war ich der Einzige, der das gecheckt hat. Selbst wenn ich Hornfels von der Zeitschleife erzählen würde, niemand würde sich nach der nächsten daran erinnern. Niemand sonst bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Und noch was ist merkwürdig. Bei jedem Tod laufen meine Erinnerungen vor meinem inneren Auge noch einmal ab. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das mit der steinernen Nomai-Statue zusammenhängt, die ich auf einer der Inseln gefunden habe. Ah, weil er der Nomai-Statue auch irgendwie in die Augen geguckt hat, wahrscheinlich so wie ich. Ich betrachtete sie einfach und plötzlich öffnete sie die Augen und fing an zu glühen. Sie spielte meine Erinnerungen ab, genauso wie ich sie mit meinen eigenen Augen erlebt hatte. Genauso fühlt sich jeder meiner Tode an. Mir ist das gleiche passiert mit der Statue im Museum. Oh, die also... Oh Gott! Ist das normal, Alter? Ist das cool? Ist das cool so? Soll das? Oder sterben wir jetzt? Wenn wir jetzt wieder runterfallen, sind wir doch tot. Wie überleben wir das, Gabbro? Jetzt mal ernsthaft, Alter. Wie überleben wir das? Sterben wir jetzt nicht? Wir sterben doch jetzt. Wir sterben nicht. Interessant. Hast du jemals so lange in einem Zyklon geschaut, dass er anfing, dich zu hypnotisieren? Ich sag's dir, du verfällst in Trance, wenn du lange genug hinschaust. Okay, das ist ein bisschen verrückt geworden.
Ja, nein! Nein! Ich will hier unten bleiben. So, ich will... Ich frage ihn jetzt mal aus. Ich habe herausgefunden, dass mit der Sondenorbitalkanone passiert ist. Wow, dann ist das also die Kanone, die zu Beginn jeder Schleife zerbricht. Im Ernst? Hast du herausgefunden, warum das passiert? Zu viel Energie. Fast erschreckend, wie sehr das nach etwas klingt, das Schiefer und Feldspat tun würden. Mich erstaunt nur, dass die Nomai etwas gebaut haben, was tatsächlich kaputt gehen kann. Wenn ich es aber recht bedenke, dann ist kaputt nicht das richtige Wort. Die Sonnenorbitalkanone feuert ja trotzdem bei jeder neuen Zeitschleife erfolgreich eine Sonde ab. So, das stimmt. Was machen wir hier alle eigentlich irgendwo? Nein, nur ein Scherz. Ich bin hier, um unser Sternensystem zu erkunden, genau wie du. Aber was soll ich dir sagen? Der tiefe Weltraum gibt einem wirklich viel Zeit und Platz zum Nachdenken. Hier draußen ist alles ruhig und friedlich. Zumindest normalerweise. So. Gibt es irgendwas Interessantes? Ich weiß nicht, dass... Ich weiß ja, was das dich vielleicht interessiert. Zu Beginn einer Zeitschleife sehe ich immer einen hellen Blitz am Himmel. Irgendwas muss da im Orbit um den Planeten vor sich gehen. Na gut, das ist ja klar. Warst du schon auf der Statueninsel? So nenne ich sie, weil es die Insel ist, auf der ich die glühende Nomai-Statue gefunden habe. Ist doch logisch, oder? Ich war am Strand auf der Statueninsel, als dieses glühende Angelegenheit stattfand. Für solche Sachen ist das echt der perfekte Strand. Auf meiner Gabbro-Entspannungsskala gebe ich ihm glatte 7 von 10 Punkte. Falls du dir die Statueninsel mal ansehen möchtest, das ist die mit den beiden Inseln, die mit dem steinernen Bogen verbunden sind. Naja, größtenteils verbunden. Du wirst schon sehen. Da waren wir ja schon. Was ist mit dem Planeten los? Was ist da los? Stimmt's? Ach, du meinst, ich soll dir mehr darüber erzählen. Alles klar. Nun, die Untiefen der Riesen sind gewaltig und fast vollständig vom Wasser bedeckt. Soweit keine Überraschung. Die starken Strömungen weit unter der Oberfläche verhindern, dass irgendwas jemals komplett versinken kann. Im Ernst jetzt, ich habe schon zahllose Dinge versucht, um unter die Strömung zu kommen, aber nichts hat funktioniert. Was Landflächen angeht, so habe ich 4 Inseln gefunden, einschließlich dieser. Und halt auch dieser Insel mit der Nomai-Statue am Strand. Hast du die Zyklone gesehen? Man kann sie kaum übersehen, stimmt's? Sie wirbeln alles durcheinander. Die Inseln eingeschlossen. Kleiner Tipp, wenn du mal weggeweht wirst, versuch im Wasser zu landen. Hast du bessere Überlebenschancen. Wo ist dein Schiff? Gute Frage. Es ist definitiv irgendwo auf diesem Planeten. Es sei denn, ein Zyklon ist bereits drüber hinweggefegt und hat es in den Weltraum geblasen. Das wäre echt verrückt. Hoffentlich ist es nicht einsam. Okay, wir haben ein bisschen was rausgefunden. Wenn auch jetzt nichts Erhellendes. Also ich weiß jetzt nicht viel mehr als vorher. Ich weiß jetzt nur, es gibt hier 4 Inseln. Das ist ja auch schon mal interessant. Und ich weiß jetzt, dass man es auch überleben kann, wenn man von einem Zyklon ins All geblasen wird und wieder runterfällt. Man sollte nur nicht auf Fels landen oder sowas. Marshmallows brauche ich jetzt nicht unbedingt. Au. Gut, aber ich wollte ja eigentlich unter die Insel tauchen, die da ja auch noch irgendwo rumstehen müsste, wenn sie nicht gerade ins All geblasen wurde. So, suchen wir die mal. Und wir hatten letztes Mal gelesen, dass es, ich weiß nicht mehr wo, aber dass es wohl auch Zyklone gibt, die einen unter Wasser sozusagen blasen. Und man soll gucken, welcher Zyklon sich in eine andere Richtung dreht, weil Zyklone, die in eine andere Richtung drehen als alle anderen, die sind sozusagen reverse und können einen unter Wasser blasen. Das hier ist hier der Statuen, die Statueninsel. Das ist die Dingsinsel, die mit dem Dings, mit der Anlage. Welche war denn jetzt die hier, oder? Ich muss doch einfach jetzt hier drunter tauchen. So. Bevor ich jetzt irgendwas anderes mutmaße, irgendwas mit Zyklonen ausprobiere oder sonst was, tauche ich jetzt erstmal unter die Insel hier. Und guck mal, ob ich da von unten dann reinkomme in die... Oh, da sind wieder Quallen. So, gibt's hier irgendwo einen Zugang? Ist ja die Frage. Ein Zugang zu dem Labor von dem... Also der Werkstatt, der Statuenwerkstatt von dem Knilch, der hier rumgewerkelt hat. Wahrscheinlich muss man relativ weit nach unten... Es war ein guter Hinweis von euch, dass das eine Insel ist und dass es ja gut sein kann, dass man da irgendwie... Oh, hier fängt schon die Strömung an. Scheiße. Dass man da vielleicht irgendwie eine Chance hat, von unten reinzutauchen.
Bisher habe ich aber noch keinen Zugang gefunden. Ich mache mal die Lampe an, wenn es nicht viel bringt. Wo könnte denn hier mal... Oh, guck doch mal, was haben wir denn hier? Ein unterirdischer See, quasi. Ja, hallo. Na, das... Genauso habe ich mir das vorgestellt. Sehr schön. So, dann schauen wir uns doch hier mal um. Das ist neu, da waren wir noch nicht. Da hinten steht wieder so eine Statue. Ach, scheiße. Ach, komm. Jetzt ernsthaft? Okay. Wie komme ich denn jetzt darüber, ist die Frage. Hier rum? Links lang? Hier stehen wieder so Statuen. Die sind aber kaputt gegangen. Mit ihren drei Augen. So. Geil. Okay, die Insel kann scheinbar ja auch ins All fliegen, also müssen wir uns hier draufstellen. Aber jetzt werde ich erstmal schauen, was bedeutet das hier? Das scheint ein lebender Nomai zu sein. Das ist eine Statue. Hm. Ist das vielleicht der Zyklus, wie es funktioniert? Also, dass man in die Augen schaut, dann glühen die Augen, dann speichert er es und dann geht es wieder zurück sozusagen zum Nomai. Da glühen jetzt keine Augen. Jaro, wärst du bitte so freundlich und trittst etwas zurück, damit das näher an die Statue ran kann? Bei der Verknüpfung wählt die Statue diejenigen aus, die sich am nächsten an der Statue befindet. Okay, verstehe. Siehst du, wie sich die Augen geöffnet haben? Daran können wir erkennen, dass sich die Statue mit das verknüpft hat. Egal, wo sich das im Sternsystem aufhält, seine Statue wird seine Erinnerungen aufzeichnen und sie zum Projekt Zwillingsasche übertragen. Okay, wozu soll das gut sein? Das ist eine außerordentliche Bildhauerleistung, Phlox. Er hat sich wahrlich selbst übertroffen, nicht wahr? Da wir nun unsere erste erfolgreiche Verknüpfung erstellt haben, können wir endlich den Prototypen meines Erinnerungsspeichers testen. Jede Statue überträgt die Erinnerung eines einzelnen Nomai zu ihrem oder seinem Erinnerungsspeicher auf Zwillingsasche. Okay, also auf Zwillingsasche befinden sich Erinnerungsspeicher. Jede Speichereinheit ist ausgestattet mit einer Maske, die zur jeweiligen Statue passt. Sie dient dazu, die gespeicherten Erinnerungen wieder an den jeweiligen Nomai zu übertragen. Ist das dieser Raum, den wir gesehen haben? Projekt Zwillingsasche? Wir waren doch eben in Holzkamin in der letzten Folge in unserem Heimatplaneten innen drin. Und da haben wir doch, haben eine Vision gehabt durch diesen Stein vom Projekt Zwillingsasche, den wir auf den Projektor gelegt haben. Eine Vision von einem Raum voller solcher Nomai-Statuen. Ja. Ups, falscher Knopf. So. Vielleicht ist das der Speicherraum sozusagen. Der Serverraum. ich habe die Masken innerhalb des Projekts Zwillingsasche angebracht. Phlox, sie sehen wundervoll aus. Obwohl ich das Gefühl habe, beobachtet zu werden. Es ist beruhigend zu wissen, dass sich die Statuen nicht verknüpfen werden, solange das Projekt nicht erfolgreich abgeschlossen ist. Andernfalls wären die Erlebnisse kaum auszuhalten. Warum das? Idealerweise werden sie nur aktiviert werden, wenn das Projekt Erfolg hat. Zur Sicherheit werden die Statuen aber auch im Falle einer Fehlfunktion aktiviert. Werden sie das? Warum? Sollte irgendwas schiefgehen, beim Projekt Zwillingsasche schiefgehen, sorgen die Statuen und die Masken dafür, dass wir es erkennen und versetzen uns so in die Lage, die Probleme zu beheben. Andernfalls besteht die Möglichkeit, dass wir Probleme gar nicht bemerken. Daran hatte ich gar nicht gedacht, das wäre tatsächlich ein schreckliches Schicksal. Okay. Passiert, wenn ich das jetzt hier einsetze? Werde ich dann wieder in den Raum mit den Statuen, den ich meinte gerade? Mit den Masken? Ja, den hier, genau. Also wir haben mehrere verknüpfte Masken. Zwei, drei. Drei Masken sind verknüpft. Das heißt, es gibt drei Leute, die sicher sind vor der Auslöschung. Aber wo dieser Raum auf Zwillingsasche ist, den habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht ist der innerhalb dieser Abschirmung, die man nicht einfach durch... dringen kann. Oh shit. Oh shit. Oh. Ich glaube, wir sind gerade ins All geflogen. Ich bleib jetzt mal hier stehen, solange bis wir wieder gelandet sind. Nicht, dass hier irgendwas kaputt geht. Nicht, dass hier irgendwas kaputt geht. Kannst du bitte wieder landen? Ja, wir sind durch die Atmosphäre durch und... Und wir sind wieder gelandet. Glückwunsch. So, da geht's irgendwie, gibt's irgendwie eine Tür. Das ist dann wahrscheinlich die Ausgangstür.
kann ich ja gleich mal rausgehen. Aber da oben komme ich ja irgendwie... Scheiße, vielleicht hätte ich da rüberspringen sollen. Da komme ich ja anders nicht hin, ne? Da oben. Fuck. Wie ärgerlich. Na gut, dann warte ich jetzt halt, bis ich... bis das nächste Mal ins All fliege. Dürfte ja vielleicht noch einmal passieren. Ich habe auch nicht mehr so viel Sauerstoff. Nee, schade. Ich habe nicht mehr so richtig viel Sauerstoff. Bäume gibt es hier drin nicht, ne? Das ist jetzt blöd. Dann gehe ich einmal kurz rüber zu meinem Schiff und... Ach, komm. Und fülle meinen Sauerstoff auf. Hui! So. Einmal bitte alles auffüllen. Auffüllen, auffüllen, auffüllen. Zack. Und wieder zurück. Und dann wäre es jetzt cool, wenn ich noch, bevor das Sonnensystem explodiert, noch einmal ins All hochfliegen würde, weil dann käme ich nämlich zum letzten Dingens. Zur letzten Tafel, die ich da gesehen habe in der Werkstatt. Und dieses Wissen, was da vermerkt ist, das will ich mir natürlich nicht nehmen lassen. So ganz habe ich noch nicht raus, wo sich jetzt dieser Maskenraum befindet. Es wäre sicherlich interessant zu wissen, wo auf Zwillingsasche man den vielleicht finden könnte. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da Antworten bekomme. Darauf, was mit den Nomai passiert ist. Weil noch stellt sich ja die Frage, warum ist das hier alles schiefgegangen? Warum zur verdammten Hölle? Hat ja scheinbar irgendwas nicht funktioniert. Oder hat es? War es vielleicht so gedacht? Aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil die Nomai ja sich jetzt bisher nicht gebärdet haben als Feinde des Lebens oder als zumindest rücksichtslos gegenüber anderem außerirdischen Leben. Und warum sollen sie aktiv und bewusst das Sonnensystem in die Luft jagen, wenn sie ja wissen, dass es hier Leben gibt. So. So richtig hoch komme ich nicht. that's what he said. Keine Ahnung. Ich warte jetzt hier mal, bis ich wieder ins All fliege. Wir können uns ja nochmal diesen gruseligen Raum mit den Statuen angucken. Das sind jetzt hier die Masken, ne? Nicht die Statuen, dass wir mal die Formulierung richtig hinkriegen. Das ist der Raum mit den Masken. Und wenn ich irgendwo in eine Statue schaue, dann wird hier in diesem quasi Serverraum, in diesem sichersten Raum überhaupt im Sonnensystem, so verstehe ich das jetzt mal, wird mein Bewusstsein und meine Erlebnisse werden da gespeichert. Solange bis sie gebraucht werden. So, jetzt wäre es natürlich total cool, wenn das hier nochmal abgehen würde. Ich guck mal raus, ob hier mal wieder ein Zyklon kommt. Ich habe ja dann doch ein bisschen Zeit, wenn der mich... Opa! Das darf man natürlich nicht machen. Ach, da waren blaue Kristalle. Upsi! Kommt mal wieder ein Zyklon und lässt mich fliegen. Das wäre ja schade, aber ich habe ja auf die Uhr geguckt, ich weiß also nach circa 14 Minuten, 15 Minuten ist auf jeden Fall ein Zyklon. Das heißt, das nächste Mal kann ich versuchen, dann hier auf die Insel zu kommen und nach etwa 15 Minuten hier zu sein. Wahrscheinlich ist es auch nach 7 oder 8 Minuten einer. Es kann also sein, dass es wirklich nur zweimal passiert in der gesamten Spielzeit. Also die ist ja nur 22 Minuten lang. Guck mal, da kommt da nochmal einer. Sieht schon so aus. Gehe ich jetzt wieder rein. Ich muss ja nur noch da oben. Komm. Ah, es wird lauter. Ja. Nice. Au. Sehr gut. Dann stelle ich mich... Nein! Oh, shit, nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Puh.
So, geschafft. Also nach 20 Minuten ist auch noch mal einer. Jetzt habe ich aber nicht mehr viel Zeit. Jetzt habe ich noch vielleicht eine Minute. Wenn es hochkommt, zwei. Sobald ich gelandet bin, muss ich mir durchlesen, was da hinten steht. So, was haben wir hier? Ich bin neugierig. Ist das Zurücksenden der Erinnerung eines Wesens in der Zeit dasselbe wie das Zurücksenden des Wesens selbst? Ein Beispiel, indem ich meine Erinnerung in der Zeit zurücksende, ist es dasselbe, als wenn ich mich, nicht meinen physischen Körper, sondern meine Essenz in der Zeit zurückschicke? Was ist denn die Essenz? Die Seele? Ich kann mir vorstellen, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Wäre beides aber nicht effektiv dasselbe? Was ist, wenn man damit die Zeit neu geschrieben wurde? Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man das tut oder lediglich Erinnerungen erhält, die praktisch aus der Zukunft stammen. Ist das Endresultat aber in beiden Fällen nicht dasselbe? Na gut, es war jetzt philosophisch ganz spannend, aber schade. Ich hatte mir jetzt irgendwie mehr Ergebnis davon erhofft. Das hat nicht so unendlich viel gebracht jetzt. Ja gut, 3 Minuten Sauerstoff, aber ist ja eh bald vorbei hier. Dann ist das eigentlich auch egal mit dem Sauerstoff. Ja, gut. Okay, also mehr kann ich jetzt hier, glaube ich, nicht rausfinden. Hätte ich gesagt. Mich interessiert aber natürlich immer noch, was es mit der Insel mit der gefrorenen Qualle auf sich hat, die es auch noch gibt. Und was auf der Insel los ist, da scheint ja noch was zu fehlen, zumindest laut Bordcomputer. Das würde mich auch interessieren. Die Insel mit der Sondenwerkstatt. Ich guck mal kurz in den Computer, was jetzt neu ist. Gabbros-Insel, Meerestiefen, Statuenwerkstatt. Ein paar mehr Verknüpfungen. Oh, guck mal, jetzt haben wir hier den Teil mit dem Teil verknüpft. Das ist doch ganz schön. Aber irgendwie fehlt hier immer noch voll viel Zeug, habe ich das Gefühl. Ist ja alles noch grau. Gabbro sagt, die starken Strömungen unter der Meeresoberfläche verhindern, dass irgendetwas jemals komplett versinken kann. Okay, hier haben wir jetzt alles rausgekriegt. Statuenwerkstatt. Warum ist das eigentlich so klein mit der Statuenwerkstatt? Ist doch relativ wichtig, was man hier alles so lesen konnte. Genau, jetzt haben wir das mit den Masken auf jeden Fall raus. Na gut. Das war das. Dann ist es jetzt soweit, oder? Müsste jetzt ja eigentlich gleich wieder vorbei sein hier, der ganze Rotz. So, also gucken wir uns mal den großen Wirbel an. Der dreht sich im Uhrzeigersinn. Und im Uhrzeigersinn saugt es Wasser an und schickt es nach oben. Genau hier ist die Insel, die ich meinte. Hoppa, 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 hoppa. War das da gerade das Raumschiff? Ist das das Schiff? Es ist das Schiff, oder? Da hinten, seht ihr das? Könnte doch sein, oder? Genau, hier ist nämlich die Qualle gefroren. Und das da ist doch das fucking Raumschiff. Ja. Ja gut, bringt mir jetzt, glaube ich, nicht so viel. Aber ich kann mich ja in den letzten paar Sekunden vielleicht hier nochmal umschauen. Scheiße, hier ist überall Geistmaterie wahrscheinlich, ne? Na, jetzt ist eh vorbei. Welcher Gang ist durchlässig? Hier kann ich durch. Komme ich hier auch durch? Hier ist keine Geistmaterie. Ha! Ich weiß nicht, ob es was gebracht hat, aber ich habe ja auch nur noch 30 Sekunden. Aber immerhin komme ich hier relativ nah dran an die Qualle. Bäume entdeckt. Hier gibt es Bäume. Naja, es ist ja auch ein Teil von einem großen Baum, wenn man so will. Oh, scheiße, hier ist natürlich überall. Scout ist in Gefahr. Scout ist in Gefahr. Vielleicht da außen? Ja. Okay.
Jetzt bin ich an der Qualle. Was habe ich jetzt davon? Ja, hier gibt es nochmal ein Jetpack zum Auffüllen. Ach, guck. Ah, schnell! Schnell! Durchklicken! Da muss ich hier nicht wieder her. Ja, jetzt explodiert gerade das Sonnensystem. Das ist schon okay. Aber... ich habe noch mal was geschafft! Wie geil! Was denn jetzt? Haben wir es bald? Da kommt's. Boah. Und ausgelöscht. Ja, cool, aber dass ich das noch geschafft habe, da habe ich doch tatsächlich noch eine Audioaufzeichnung gefunden. Ja, jetzt hier werde ich wiederbelebt. Jetzt schauen wir uns noch ganz kurz mal an, was wir da eigentlich gerade gesehen haben. Weil ich habe so schnell durchklicken müssen, ich habe es natürlich jetzt nicht gelesen, was in der Aufzeichnung drin stand oder zu hören war. Es ist ja nicht vertont, aber theoretisch ist es ja zu hören. Das war eine spannender Durchlauf, würde ich sagen. Ich habe echt ein bisschen was. Also es war jetzt nicht so, keine Ahnung, erkenntnisreich, aber ich weiß jetzt auf jeden Fall sicher, im Zentrum von Zwillingsasche gibt es einen abgeschirmten Bereich, der praktisch das letzte Überbleibsel Erinnerung ist. Da sind diese Masken. Und da wird alles gespeichert. Und das würde ich natürlich gerne, da würde ich natürlich gerne hin. So, was ist hier dazugekommen? Die Dorneninsel. Okay, so, was haben wir da? Eine Insel voller dorniger Ranken und scheinbar einer gefrorenen Qualle. Sieht so aus, als hätte Feldspat vor der Abreise zum Schwarzdorn hier ein Lager aufgeschlagen. Feldspat hat einen Weg gefunden, den Kern der Untiefen der Riesen zu erreichen. Fuck, Mann. Jetzt wüsste ich natürlich gerne, wie er das gemacht hat. Sagt mir das doch, bitte. Vor Gabos Augen. Gabo und ich scheinen die Einzigen zu sein, die wissen, was in einer Zeitschleife befinden. Okay. Na gut. Wir versuchen weiter in die Untiefen hinabzusinken. Vielleicht schaffe ich es ja demnächst mal. Ja, und ich werde natürlich auch weiter forschen. Es gibt ja noch mehr zu entdecken. Ich war im Schwarzdorn, war ich ja nur einmal kurz, weil ich den Planeten irgendwie gruselig finde. Aber vielleicht entdecke ich da ja noch ein bisschen was. Und ihr hattet mich unter einem der letzten Videos darauf hingewiesen, dass ich unter dem Südpol, Nordpol, also unter dem eisigen Pol des, ich glaube der Nordpol, von Bröckliger Krater, also von dem Planeten, der so das schwarze Loch im Inneren hat, dass ich da auch noch nicht war und dass es da auch noch Sachen zu entdecken gibt. Und das da scheint diese Sonde zu sein, die abgeschossen wurde und die jetzt hier durchs All fliegt. Aber ob ich die jemals einfangen und mir angucken kann, das weiß ich noch nicht. Na gut, wir erkunden das nächste Mal weiter. Bis dahin, Leute, macht's gut, ciao.